Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's der gute Pamu und wir schauen uns heute ein Lager an. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Lager für Trauben und Oliven. Ja, wie man schon mal sieht, haben wir hier jetzt mehr oder weniger oben ein paar Strahler hängen, ein Container hier jetzt vor uns stehen, der zu ist. Ja, meine Lieben, wenn wir da jetzt unsere Oliven oder beziehungsweise auch unsere Trauben einlagern wollen, dann müssen wir uns erstmal, ja, müssen wir das Ganze erstmal aufklappen. So, jetzt können wir hier zum Beispiel jetzt unsere Trauben eben halt abladen und einlagern. Und wenn wir dann hier drüber gehen, dann können wir auch unsere Trauben oder eben halt unsere Oliven wieder herausholen. So, mehr gibt es aktuell jetzt nicht zu sagen hierzu. Wir schauen mal kurz in unser Kaufmenü rein, in die Rubrik Sonstiges bei Bauen und eben unter den Reiter Silos. Da hätten wir dann zum Beispiel ja für 5000 Euro eben halt ein Traubenlager klein. Das sieht genauso aus. Dann hätten wir ein mittelgroßes Traubenlager für 15.000 und für 25.000 ein großes Lager. Dasselbe Spiel haben wir jetzt natürlich auch bei den Oliven. Da hätten wir dann zum Beispiel auch ja, für die Oliven ein kleines Lager, für die Oliven ein mittleres Lager und ein großes Lager, wo wir eben halt dann auch unsere ja, Sachen bzw. unsere Güter einlagern können und auch wieder herausholen können, wenn der Kurs dementsprechend gut ist oder wir dann ja neben der normalen Olivenernte auch meinen, wir müssten jetzt zum Beispiel Traubensaft herstellen oder eben halt dann Olivenöl. Ja. Die weiteren Informationen hierzu sind eben halt auch die Füllmengen. Da hätten wir dann bei dem kleinen Lager hätten wir dann ein Volumen von 100.000. Bei dem mittleren hätten wir dann 500.000 Ladevolumen und bei dem großen 1 Million Liter Ladevolumen. Also man merkt schon, wir können ordentlich Trauben und auch Oliven abernten. Ja, wir schauen uns auch mal kurz die Lok an. Und die Lok ist aktuell ja fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures drin. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer bzw. im Einzelspiel getestet. Wie es sich jetzt auf dem Dedi-Server verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Mod-Vorstellung gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.